Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ganz ehrlich mit euch, es ist so komisch gerade was zu filmen, denn heute ist der 23. Oktober. Ich habe seit über 1,5 Monaten nichts mehr gefilmt. Ja, außer das Outrage Unboxing, das vor ein paar Wochen online kam, das ich vor etwa 2 Monaten schon vorgedreht habe, habt ihr nicht mehr viel von mir gehört, weder hier auf YouTube noch auf Instagram. Ja, das hatten natürlich alle seine Gründe. Viele von euch haben mir geschrieben und gefragt, wie es mir geht, ob vielleicht doch noch Videos kommen werden, etc. etc. Deswegen, ja, bin ich heute hier, um euch so ein bisschen zu erzählen, was so passiert ist, was ich so gelesen habe, was ich auch nicht gelesen habe, weil, Spoiler, ich habe eigentlich nichts gelesen in den letzten 2 Monaten. Ja, also holt euch einen Tee oder einen Kaffee. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen quatschen. Und danach habe ich noch einen Stapel Bücher, die ja in den letzten 2 Monaten bei mir eingezogen sind. Und über die werden wir natürlich auch noch reden. Ja, Freunde, wo soll ich beginnen? Ihr könnt sehen, dass das Setting hier ein bisschen anders ist als normalerweise. Das liegt daran, dass ich umgezogen bin. Der Grund für den Umzug, ja, das ist ein Ereignis, das im Sommer stattgefunden hat. Ich werde euch unten ein Neuzugänge-Video verlinken, das ich glaube im Juli gedreht habe. Ja, da ist nämlich was passiert. Das habe ich euch da in dem Video erzählt. Also schaut euch gerne das Video an, weil ich habe keine Lust mehr, weiter darüber zu reden. Es ist auch nicht mehr relevant. Auf jeden Fall, es war nötig, umzuziehen. Und ich habe ja vorher in Solothurn gewohnt, was nicht meine Heimat ist. Das war ziemlich weit weg von meiner Heimat und da ich eben halt umziehen musste, war für mich klar, dass ich wieder zurück in die Heimat will, halt wo so meine alten Freunde, meine Familie, meine Mama, meine Schwester halt so sind und ja, zurück in eine Umgebung, die ich halt kenne und mag. Ja, das Ganze hat dann auch glücklicherweise sehr gut funktioniert. Also ich habe sehr zufällig, sehr spontan eine Wohnung hier gefunden, beziehungsweise eine Person, bei der ich mit einziehen konnte. Ja, deswegen bin ich jetzt hier. Natürlich mit meiner Katze, falls ihr euch das gefragt habt. Also der alte Kater, der ist mit mir mitgekommen. Da ich halt hier nicht alleine wohne, da hier noch jemand wohnt und das eigentlich halt wie seine Wohnung und nicht meine Wohnung ist, habe ich halt irgendwie relativ lang einfach nichts gefilmt, weil ich irgendwie nicht so Motivation hatte, irgendwie nicht so wollte auch. Ich habe mich hier auch zuerst ein bisschen eingewöhnen müssen. Wäre es meine eigene Wohnung, ich wäre hier komplett alleine, hätte ich wahrscheinlich gerade direkt wieder losgefilmt. Aber irgendwie das Ganze braucht einfach so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Versteht ihr? Deswegen ist eine Weile nichts gekommen. Ich hatte auch noch irgendwie so eine Leseflaute. Ich habe wirklich fast nichts gelesen in den letzten 2 Monaten. Langsam kommt es wieder so ein bisschen. Ich wollte eigentlich schon früher zurück auf YouTube kommen, aber dann hatte ich noch eine Angina bekommen, beziehungsweise ich hatte zuerst Fieber bekommen, war tagelang irgendwie dann kam noch eine Angina dazu, die ist dann mit den Medikamenten auch irgendwann wieder verschwunden. Allerdings hatte ich noch ganz, ganz viele Aften, Läsionen in meinem Maul drin, die dann lange nach der Angina auch noch schmerzhaft waren. Die sind auch jetzt noch schmerzhaft. Deswegen, ja, ich war jetzt gefühlt 10 Tage krank oder einfach so ein bisschen von der Rolle. Ja, das ist so passiert in den letzten Monaten. Oder auch nicht passiert, weil gelesen habe ich ja nichts. Ja, was habe ich denn so gelesen in den letzten Monaten? Das einzige Buch, das ich seit September, also September und jetzt fast den ganzen Oktober gelesen und auch wirklich beendet habe, ist dieses hier, Die Tochter des Dr. Moreau von Silvia Moreno-Garcia. Das habe ich euch auch gefilmt. Der Vlog dazu kommt am Freitag. Der ist zum Glück schon fertig. Der wird online kommen. Genau, das ist das einzige Buch, das ich wirklich beendet habe. Dann muss ich da in meinem Neuheitenstapel mal so ein bisschen rumgrübeln. Dann lese ich aktuell auch gar noch Hope's End von Riley Sager. Das ist das neue Buch von Riley Sager. Ihr wisst ja mittlerweile, ich mag seine Bücher sehr gerne. Das ist mein drittes jetzt von ihm. Ich habe hier vor 2 Tagen begonnen und ich habe schon zur Hälfte durch. Also der Lesefluss, der kommt langsam wieder. Und was ich in den letzten Wochen auch noch so mit mir rumgeschleppt habe, ist das Porzellanhaus von Laura Purcell. Ihr wisst ja, Laura Purcell ist eine meiner Lieblingsautorinnen. Falls ihr es nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt. Ja, das ist ihr neuestes Buch, das, ja,
ich aufgrund von Leseflaute keine Lust zu lesen, zu müde zu lesen, einfach jetzt schon seit Wochen rumliegen habe. Was nicht bedeutet, dass es ein schlechtes Buch ist. Ich hatte einfach effektiv keine Lust zu lesen, beziehungsweise auch gar nicht so den Kopf dazu, weil meine Gedanken, die waren halt überall anders. Ja, das ist eigentlich so das, was in den letzten Wochen passiert ist. Sehr viel Veränderung, sehr viel positive Veränderung, glücklicherweise. Ja, und ich bin ganz, 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 ganz froh, dass ich einfach wieder so in der Nähe von meiner Familie bin und einfach so wieder in der Nähe von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Also ich wohne hier in einem Dorf, neben dem ich lange gewohnt habe. Das ein Dorf neben dem ist, wo ich aufgewachsen bin. Also ihr versteht, was ich meine. Ich bin zurück in der Heimat, es geht mir gut. Ja, und der Lesefluss, der kommt langsam wieder. Ich möchte mich auch noch ganz herzlich bei euch entschuldigen, dass jetzt den ganzen Herbst durch eigentlich keine Videos gekommen sind. Ich weiß, dass ihr Herbstfans seid, genauso wie ich. Ich war so gespannt, so hyped, im Herbst viele, viele tolle Videos für euch zu machen. Das ist jetzt einfach gar nicht passiert und das tut mir auch sehr leid für alle, die sich darauf gefreut haben. Ja, so ist das Leben manchmal. Ne? Es sind jetzt einfach wichtigere Dinge dazwischen gekommen, beziehungsweise das Kranksein war nicht in dem Sinn wichtig, es war mühsam, aber es kam halt auch noch dazwischen. Ja, Freunde, das ist so passiert. Habt ihr Fragen? Habt ihr Anregungen? Lasst mal alles in den Kommentaren da. Als Beweis habe ich hier noch meine Katze, der ist gerade hier durchgelaufen, also ihm geht es auch gut. Und der gute alte Herr, der hat jetzt seit Jahren, Jahren, Jahren wieder einen Balkon. Also der kann jetzt auch rausgehen, beziehungsweise er schläft auch den ganzen Tag draußen auf dem Balkon. Ja, also ihm geht es auch sehr gut. Was ich euch auch noch sagen muss, was sehr, sehr, sehr traurig ist, da ich hier an einem neuen Ort wohne, wo bereits die ganze Wohnung vorhanden ist, beziehungsweise halt einfach kein Platz für meine Sachen war, ist voll okay, klingt schlimmer als es ist, die Bücher, also meine ganzen Bücher, die sind weg, die werden eingestellt, also eingelagert in so einen Lagerraum. Ich habe da auch Zugriff drauf, also wenn mal ganz, ganz dringend ein Buch vonnöten ist, dann kann ich das auch holen. Aber alle Bücher, die ich gerade bei mir habe, sind die, die ihr da so im Hintergrund seht und den Stapel Neuheiten neben mir. Ja, sad story, die Bücher sind weg, also nicht weg, weg. Aber wir müssen jetzt leider die nächsten Wochen, Monate, keine Ahnung wie lange, damit leben, dass wir halt hier im Hintergrund kein schönes Bücherregal haben, sondern einfach ein paar vereinzelte, traurige Bücher. Ja, genau, das auch noch als Update. Einfach, dass ihr wisst, warum ich euch vielleicht in nächster Zeit eigentlich gar keine Bücher zeigen kann, außer die, die ich effektiv gerade gelesen habe, weil die habe ich dann ja meistens zur Hand. Ja, Freunde, das war so fürs generelle Update. Wenn ihr noch was wissen möchtet, lasst einen Kommentar da. Ich schaue mal, was ich alles beantworten kann. Und dann machen wir uns jetzt endlich noch kurz an die Neuzugänge. Es sind 12 Stück. Ja, 12 Stück. Für das, was ich in den letzten 2 Monaten eigentlich nichts gelesen habe, dürften doch 12 Bücher einziehen. Ja, das erste, wie bereits schon erwähnt, Laura Purcell, Das Porzellanhaus, der neue viktorianische Thriller von unserer Gothic Queen. Ich mag sie jetzt sehr, sehr gerne. Ich bin auf Seite 259, das ist mehr als die Hälfte und ich hoffe sehr, dass ich das in den nächsten Tagen noch beenden kann, weil ich liebe Laura Purcells Bücher einfach. Ihre beklemmende, düstere Atmosphäre. Fantastisch. Das nächste Buch, wie gesagt, Hope's End von Riley Sager. Das werde ich hoffentlich auch in den nächsten Tagen beenden, weil Riley Sagers Bücher sind einfach so spannend. Ich liebe sie. Dieses hier bildet da keine Ausnahme. Ich glaube, ja, ist es das Spannendste der dreien, die ich bis jetzt gelesen habe? Ich glaube schon, weil mir gefällt halt das Setting dieser Geschichte auch sehr, sehr gut. Wir befinden uns hier in einem Haus auf den Klippen, so in einer Umgebung, wo halt nur sehr, sehr reiche Leute wohnen. Und in diesem Haus, wo unsere Protagonistin, sie ist eine Pflegekraft, arbeitet, sind halt Morde passiert. Und wir versuchen jetzt mit ihr herauszufinden, ob wir herausfinden wollen, was damals wirklich passiert ist, während der Morde. Toll, ich lieb's. Jetzt kommt die Sonne doch noch, jetzt wird's ein bisschen heller, Entschuldigung. Das nächste Buch,
die Tochter des Dr. Moreau. Lesevlog kommt Ende der Woche. War nicht ein Highlight, dieser Spoiler lasse ich euch schon mal da. Aber dieses Buch war ein Rezensionsexemplar, das ich über das Bloggerportal angefragt habe. Deswegen danke ans Bloggerportal für das Rezensionsexemplar. Die Rezension dazu folgt. Das nächste Buch, ich weiß gar nicht, habe ich das im letzten Neuzugänge-Video schon gezeigt? Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, was auch noch einziehen durfte von Margaret Kiljoy, The Bearer Will Stand With Him May. Das ist der Folgeband von The Lamb Will Slaughter the Lion. Das habe ich euch in meinem Sommerrückblick-Lesemonats-Video gezeigt. Fand ich ein ganz fantastisches, kurzes, kleines, schönes Buch. Deswegen habe ich mir den zweiten Teil auch gleich geholt. Entschuldigung, falls ich euch den jetzt doch schon mal gezeigt habe. Auf jeden Fall, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Buch im Herbst spielt oder nicht, aber das wird sicherlich, ja, noch so ein gutes Herbstbuch. Jetzt wird es wieder dunkel, die Sonne geht wieder. Naja, das nächste Buch, das war ein Leseexemplar, das ich über meine Buchhandlung bekommen habe, und zwar von Victor Dixon, Der Hof der Finsternis, der erste Band der Vampyria-Reihe. Dieses Buch habe ich tatsächlich begonnen vor Ewigkeiten, das muss im Juli oder August gewesen sein. Ich bin auf Seite 110. Ja, ich habe irgendwie einfach nie weitergelesen. Das Buch ist überhaupt nicht schlecht. Es ist ein Fantasy-Buch, in dem es eigentlich darum geht, dass Vampire die Oberschicht sind und normale Menschen so die absolute Unterschicht. Und die Vampire, die beherrschen halt alles und versklaven irgendwie so halbwegs auch ein bisschen die Menschen. Ja, und dann haben wir die Protagonistin, die eine Menschenfrau ist und dann halt blöderweise in die Welt der Vampire hineingezogen wird, was halt sehr gefährlich ist. Ja, das Buch gefiel mir eigentlich sehr gut. Ich habe es einfach irgendwie mal weggelegt und dann kam die Leseflaute und ich habe es nie wieder zur Hand genommen. Aber ja, ich werde es hoffentlich irgendwann noch fertig lesen, weil gefallen hat es mir eigentlich. So, das nächste Buch. Ich habe so gehofft, dass ich das noch im Herbst lesen kann. Und jetzt ist halt einfach schon Ende Oktober. Wobei, wenn ich es mir so überlege, der Herbst, der geht halt eigentlich bis fast Weihnachten. Also eigentlich habe ich noch Zeit, das Buch im Herbst zu lesen. Auf jeden Fall, ich rede von Pumpkin House, das Haus der 1000 Kürbisse von Jed P. Brown. Das ist dieses Buch hier, das hatte ich schon so lange auf dem Schirm. Diesen Herbst habe ich es mir gekauft, ich wollte es lesen, habe ich nicht getan bis jetzt. Vielleicht komme ich ja noch dazu. Und ansonsten sicherlich ein kleines, süßes Buch für nächsten Herbst. Das Buch hat 130 Seiten. Und es geht halt um eine Geschichte, die an Halloween spielt, glaube ich. Deswegen, ja, hoffe ich sehr, dass ich das in den nächsten Tagen vor oder um Halloween doch noch reinquetschen mag. Ja, das nächste Buch, das vor ein paar Wochen einziehen durfte, ist von Peter James, Das Haus in Cold Hill. Sie sagten, die Toten können dir nichts anhaben. Sie lagen falsch. Ja, das Buch habe ich mir vor einigen Wochen bestellt, weil ich Lust auf eine Geisterhausgeschichte hatte. Habe das Buch dann auch begonnen zu lesen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich überhaupt war, Seite 20 oder so. Dann stand der Umzug an und ich habe das Buch einfach vergessen. ja, also der Anfang der Geschichte war sehr spannend. Es sind gerade schon mal sehr viele Menschen gestorben, finde ich toll. Ja, ich werde es hoffentlich irgendwann noch fertig lesen, weil aus einem Grund habe ich es mir ja gekauft, um es zu lesen. Und das werde ich hoffentlich sehr bald tun, so wie mit all den anderen Büchern eigentlich auch. Das nächste Buch habe ich, glaube ich, auf meine Sommerleseliste gepackt. Ich habe mir das Buch auch im Sommer bestellt. Angekommen ist es vor ein paar Wochen und das wäre einfach das perfekte Sommerbuch gewesen. Jetzt darf es wahrscheinlich bis nächsten Sommer warten. Und zwar rede ich von Lucy McKnight Hardys Watershall Refused Them. Das ist ein englisches Buch, das so in die Folk-Horror-Ecke geht. Und es spielt in den 1970er Jahren, während eines Hitzewellensommers. Und es geht um eine Familie, die betrauern den Tod der Tochter, glaube ich. Ja, und dann geht es um die andere Tochter, die sich halt während dem Sommer, während der Hitzewelle, während der erdrückenden Temperatur so ein bisschen mit Magie oder Sagen oder so Hexenwerk auseinandersetzt und das Ganze soll sehr gefährlich werden. Wäre das perfekte Sommerbuch gewesen, wäre auch das perfekte Buch für den September gewesen, weil es ist bei uns im September trotzdem irgendwie noch 30 Grad gewesen, fast durchgehend. Ja, jetzt muss es wahrscheinlich auf den nächsten Sommer warten. Aber es ist endlich angekommen.
Ja, so, dann habe ich nochmal ein Leseexemplar von meiner Buchhandlung bzw. vom Schweizer Verlagsvertreter erhalten. Und das Buch ist von Alex Goff. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall das Schwert des Kaisers. Das ist der erste Teil einer neuen Reihe, die halt im antiken Rom spielt. Und das ist so eine Action-Rom-historische Romanreihe. Wisst ihr, was ich meine? Ich mag solche Bücher ja sehr gerne. Und zwar geht es hier um einen Spion namens Silus, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich mag solche Bücher sehr, sehr gerne. Ich bin sehr dankbar, dass ich das Buch geschenkt bekommen habe, also ein Leseexemplar erhalten durfte. Mal schauen, wann ich dazu komme, das zu lesen. Solche Rom-Bücher lese ich ja tendenziell gerne eher im Sommer. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, ja, falls ihr diese Reihe schon kennt, den ersten Band vielleicht schon gelesen habt, lasst mir sehr, sehr gerne eure Meinungen da. Ich bin auf jeden Fall sehr, ja, sehr gespannt wieder, ein actionreiches Rom-Abenteuer lesen zu können. So, dann haben wir noch zwei Spooky-Bücher und ein Fantasy-Buch. Das eine Spooky-Buch, das einziehen dürfte, das hat das süßeste Cover überhaupt. Und zwar ist es von Craig Davidson, The Saturday Night Ghost Club. Ich meine, schaut euch das an. Das sieht so süß aus. Ja, hier geht es um Jugendliche, die in den 1980er Jahren aufwachsen, Jugendliche sind. Das Ganze hat mir einfach so eine Mischung aus gemütlichen Vibes und Stranger Things Feeling gegeben, als ich den Klappentext gelesen habe. Das Buch spielt zwar auch im Sommer und gar nicht im Herbst. Auf jeden Fall hier steht: An irresistible coming-of-age story about a group of misfit kids who spend an unforgettable summer investigating local ghost stories and urban legends. Ja, also irgendwelche Kinder in den 80er Jahren verstricken sich mit Geistergeschichten. Klingt fantastisch. Ja, falls ihr das Buch kennt, lasst mir gerne eure Meinung da. So, das nächste Buch, auf das bin ich so gespannt und ich habe mich schon seit Monaten drauf gefreut, weil ich schon sehr, sehr lange mal gesehen habe, dass dieses Buch erscheinen wird. Und zwar ist das The Winter Spirits, Ghostly Tales for Frosty Nights. Das ist ein, ja, ich will jetzt nicht sagen ein Folgeband, weil es ist nicht in dem Sinn eine Reihe. Aber es ist schon mal ein solches Buch erschienen, das hieß The Haunting Season, Ghostly Tales for Long Winter Nights, hieß das, glaube ich. Ich blende es euch hier mal ein. Das Buch fand ich fantastisch, weil da Geschichten von Autoren und Autorinnen drin sind, die ich toll finde. Und hier in diesem Buch haben wir auch wieder Geschichten von Bridget Collins, Imogen Hearns Gower, Kieran Millwood Hargrave, Elizabeth McNeil, Laura Purcell und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz viele tolle Autoren und Autorinnen, die Geschichten so in die eher historische, mysteriöse Thriller-Richtung schreiben, so ungefähr. Deswegen, ja, bin ich super gespannt, Nachschub zu bekommen. Und ich hoffe, dass mir diese Kurzgeschichten genauso gut gefallen wie die im vorherigen Band. So, Leute, und noch das letzte Buch, das einziehen durfte. Das neue, erste High-Fantasy-Buch für Erwachsene von Cassandra Clare, und zwar Swordcatcher. Ich nehme es aus dem Plastik, sonst könnt ihr es gar nicht sehen. So, da ist es. Falls es euch interessiert, ich glaube nur die erste Auflage hat einen Farbschnitt, also falls ihr sehr viel Wert drauf legt, dann seid geschwind, damit ihr noch ein Buch mit Farbschnitt erwischt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich liebe Cassandra Clare, obwohl ich von all ihren 5 Millionen Büchern nur die Shadowhunters-Reihe gelesen habe, also ihre erste Reihe. Aber sagt, was ihr wollt, ich liebe die Shadowhunters. Und als ich dann gesehen habe, dass von Cassie Clare ein Erwachsenen-High-Fantasy-Buch erscheinen wird, war der Fall klar, ich muss es lesen. Hier ist es. Es ist super schön. Es hat das gleiche Cover wie das englische. Oder zumindest fast das gleiche, was ich toll finde. Ich bin mega gespannt. Um was es geht, kann ich euch eigentlich gar nicht mehr ganz, ganz, ganz genau sagen. Aber als ich den Klappentext zum ersten Mal gelesen habe, hat mich das total an Das Königreich der Lügen von Nick Martell erinnert. Und wenn ihr meinen Vlog dazu gelesen habt, dann wisst ihr ja, ich war absolut begeistert von dem Buch. Deswegen hoffe ich, dass die Story, falls sie wirklich ähnlich ist, mir doch nochmal sehr gut gefallen wird. Ja, auch hier, falls ihr das Buch schon gelesen habt, lasst mir eure Meinung da. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Ja, Freunde, das war's fürs heutige Video. Das war's mit meinen Updates, mit meinen Neuzugängen, mit meinen,
nicht vorhandenen oder nicht ausgeführten Herbstleseplänen. Ja, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Lasst mir sehr gerne mal in den Kommentaren da, wie es euch so geht, was ihr so gemacht habt in den letzten Monaten. Habt ihr vielleicht ein neues Lieblingsbuch gefunden? Wenn ja, schreibt einen Kommentar, ich will wissen, welches. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass jetzt die Videos wieder ein bisschen regelmäßiger kommen. Heute gibt es ja eins, Ende der Woche gibt es einen Vlog, der ist bereits fertig, der kommt garantiert. Nächste Woche sollte ein Owlcrate-Unboxing kommen, das schaffe ich wahrscheinlich auch noch heute kurz zu filmen. Und ja, danach hoffe ich eigentlich, dass die Routine wieder weitergehen kann mit einmal, vielleicht manchmal zweimal die Woche Videos. Ja, drück mir die Daumen. Ich hoffe sehr, 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 dass es funktioniert, weil ich habe euch sehr vermisst. Also das Filmen, der Austausch mit euch und einfach so das Aktivsein in der ganzen Buchbubble, es hat mir mega gefehlt. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt wirklich sagen kann, ich bin zurück. Ja, Freunde, sagt Hallo in den Kommentaren. Es würde mich interessieren, wie es euch so geht, was ihr so getan habt. Und dann hoffe ich sehr, dass wir uns am Freitag fürs nächste Video, für den Lesevlog wieder sehen werden. Und bis dahin fühlt euch umarmt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund oder werdet gesund und wir sehen uns sehr bald. Ciao, Freunde!